hallo Susi. Warum verkaufst du Sachen? Du bist noch gar nicht überladen. Nee, das ist richtig. Ich wollte vorbeugen. Mir war gerade danach, weil ich habe so ein bisschen Zeug eingesammelt. Jetzt habe ich wieder die beiden. Kann ich eigentlich auch verkaufen. Überhitzen habe ich hier schon Kategorie 2. Und Optikneustart. Habe ich bloß gerade nicht ausgerüstet, ne? Überhitzen Kategorie 1 können wir auch verkaufen. Wartet. Habe ich jetzt, wie sehen die Waffen jetzt aus? Okay, ich habe den Revolver. Nein, tu das nicht. Da könnte ich ja noch was. Wow. Das ist ja ein langes Teil. Hey, war das nicht die, die ich ausgerüstet hatte? Nee, ich, warte, nicht tödlich. Die hatte ich ausgewählt. Jetzt habe ich aber wieder auf. Wo ist jetzt die nicht hier? So. Kann ich nicht ablegen, okay. Schlimm. So, jetzt war wieder welche hatte ich jetzt? Die. So. Oder? Ja, jetzt habe ich wieder das rote Ding. Okay. So. Susi, wie geht's? Hattest du einen schönen Sonntag? So, wir haben jetzt mal ein bisschen an den Waffen rumgespielt. Wir gucken mal demnächst, ob das so clever war. Hey, wie? Nicht, dass ich Angst habe, bei dir mitzufahren, aber vielleicht kannst du bis zum nächsten Rennen noch ein wenig üben. Hey, wir haben gewonnen? Ich finde nicht, dass wir üben müssen. Wir haben einen ersten Platz geholt. Ja, sagt die große Meisterin. Wie sieht's mit deiner Treffsicherheit aus? Hey, jetzt kommen wir nicht so. Ich fahre immer so. Oh, ein Herzchen. Makako. Ich gebe nur selten zu, einen Fehler gemacht zu haben, aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe deine Entschlossenheit unterschätzt, deine und Takemuras. Ich bitte aber darum, dass mein Name in dieser Geschichte nicht erwähnt wird. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Okay. Das haben wir gemacht. Polizeifunk brauchen wir nicht. Oh. Kann Takemura mir jetzt eigentlich noch antworten? Glaub nicht. Okay.
Alles tut die so weit, aber heute war Haarwaschtag. Es steht mir auch noch bevor, Susi. Immer Sonntag nach dem Stream. Geht der Ernst des Lebens wieder los? Okay, wir starten jetzt in die Voodoo Boys Mission. Ich glaube, wir haben vier Missionen mit denen. Nee, weißt du, du willst mir wieder bloß sagen, dass eins deiner Taxen hier rumsteht. Nee, nee, nee. Wieso hat die Kapelle 0:39 zu? Verstehe ich nicht. Wir haben gewartet. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht? Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich hab? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Ecunia, Saint-Michel. Your lot changement a fini. Nous passé de l'autre bord. Dini. Et nous pas le point, mais moi, Michel, avec nous. Ok. Wir gehen zum Fleischer-Chat. In dieser Stadt ist keiner so verrückt wie die Animals. Die machen jeden Job. Hey, wenigstens kriegen sie Jobs. Pacifica für immer. Reden hier alle ein bisschen Französisch? So, wir fragen nach Placide. Roland! Les pas sauté tant qu'on l'y toujours fait. L'y pas fait aucun sens pousser l'y cognard. Weiß nicht, ob ich hier Fleisch kaufen würde. Oh, l'ipa changer l'idée. D'un coup tout temps. Hm, c'est pas tant ça. Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ou actuellement le haché kek? Qui ça l'appelle là? La PC est bien intelligent, lui semblait. Ich suche Placide. Placide. Gardez ici, là. Do, do, ti, pi, ti, mon. C'est vous-même. Continuez. Do, Placide. Do, ti, gardez là. Petite maman. C'est ou pas dodo, crabe la va manger. C'est ou pas dodo, crabe la va manger. Maman ou pas là, allez aller dans marché. Papa ou pas là, allez aller à rivier. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Ok. Chat, ihr habt gehört, wir müssen schlafen, sonst frisst uns der Krebs. Ach, Johnny. Bist du Placide?
Wo ist deine Chefin? Ich glaube, da hinten, oder? Da? Danke fürs Gespräch. Kisaule. Oh, aber es ist keine Chefin. An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hans meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm hin. Wo gehen wir hin? Hier lang. Wo gehen wir hin? Hier lang. Willkommen in Pacifica. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Wer die Treppe runtergegangen ist? Ihr rollt gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern-Cash gewachsen. Da oben explodiert gerade eine Wohnung. Ach nee, die wird beschossen. Oh. Unser Ziel ist die Gym, die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animos da eingenistet. Los, ist nicht mehr weit. Hey, aus dem Weg. Was soll dir? Da, Emily. Mein Pabli. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Animals. Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Guten Tag. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren? Damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Djinn nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir reden hier. Setz hin. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Evelyn Parker. Sagt ihr der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Chromschamane. Ist es Victor? Chromschamane. Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Das ist ein Problem.
Na, ist egal. Er ist eh kaputt. Hm. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm. Was mache ich, wenn ich drin bin? Die Kamionette. '20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Fortschrittliche Tech passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly hat das noch gehört. Femme Butler. Ist das Brigitte? Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich, klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Mhm. Fang mal ein Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du eine Reso Agwe gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst, höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ach, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Okay. Also, warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Bist kein Mann der großen Worte, hä? Huh? Klar. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinen Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Oh, mit dir redet sie's echt anstrengend. Okay. Erste Mission schon fertig. Mit den Voodoo Boys. Dann tun wir jetzt mal alles dafür, dass Brigitte mit uns redet. Bijou Brigitte. Echt sympathisch. Voll. Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link, okay? Mhm. Scheint so. Das habe ich ja nicht gesagt, Hoka. Ich habe gerade nur gesagt, erste Mission fertig. Oder worauf beziehst du dich jetzt gerade? Weil man kann auch eine kurze Erklärung für einen Job ein bisschen netter kommunizieren. Aber ich muss ja auch nicht mit jedem Mensch klarkommen. Ne? Ich mache jetzt hier einfach meinen Job. Und dann treffe ich... Muss ich hier lang?
Und dann gehen Placid und ich einfach getrennte Wege. Hier komme ich einfach aufs Gleiche raus. Okay, ich hätte einfach hier weitergehen können. Gut. Wobei ich davon ausgehe, getrennte Wege gehen wir so schnell nicht. Wenn wir den Job hier gut machen, kriegen wir bestimmt immer mehr Jobs. Noch als Nebenmission. Denke ich mal. Ich finde immer noch, dass Kinder hier einfach aussehen wie Erwachsene, nur kleiner. Wieso sonst haben Kinder gezupfte Augenbrauen? Der spielt dieses komische Instrument. Verlass die Stadt, bevor es zu spät ist. Ich habe mir in diesem Spiel noch nicht ein Auto gekauft. Aber muss man anscheinend auch nicht. Was? Oh, ist das ein Taxi von dir? Mist, zu weit. Na los, geh zu Jim. Oder muss ich einen besseren Söldner finden? Ja, die sehen echt unnatürlich aus, ja. Also irgendwie... nicht, wie Kinder aussehen. Kein Loot. Wieso hast du es so eilig? Ich bin gerade bei dem stehen geblieben, um mir seine Musik anzuhören, und er sagt, ich hab's eilig. Extra stehen geblieben. Hey, hast du eine Kippe? Das sieht ein bisschen gruselig aus hier. Aber gut, bei mir ist vieles gruselig. Was für andere nicht gruselig ist. Was genau macht die da? Die hockt sehr komisch. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Dushan, sei ein Geist. Du musst still sein. Unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Leise sollen wir das machen, Chat. Ah, witzig. Wir sollen das leise machen. So hockte der Typ letztens, von dem ich erzählt habe. Also hätte ich mich aber auch gefragt, was er da tut. An die Arbeit. Julia, nicht wieder irgendwo dagegen laufen, bitte. Leise.
soll denn der Scheiß? Darauf habe ich gewartet. Okay. Ich würde gerne eigentlich meinen Schalldämpfer wieder drauf machen, aber... Das macht ja ganz schön Wumms. Das gefällt mir. Du gehörst mir, Fotze! Hey! Dein Bein ist kaputt. Der ist wie so eine Schreibmaschine. So. Der schreibt kurz was und dann swuscht er zur Seite. Wenn das Blatt zurückgesetzt wird. Also bis jetzt waren wir ganz schön leise.